Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Und in diesem Video soll es um das ganze Thema Market Structure gehen. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie wir die Marktstruktur 100% systematisch und regelbasiert definieren können. Außerdem zeige ich euch, wie wir diese systematische Definierung der Marktstruktur benutzen können, um daraus auch unsere sogenannten Premium- und Discount-Ranges zu definieren. Und ich möchte euch erklären, was für mich der Unterschied ist zwischen der sogenannten Key Market Structure und der sogenannten Internal Market Structure. Kurz KMS für Key Market Structure und IMS für Internal Market Structure. Und ja, das Video kann jetzt definitiv ein bisschen länger gehen, weil es ist auch eines der wichtigsten Videos, glaube ich, überhaupt. Erstmal ist es wichtig, dass ihr versteht, dass diese systematische Definierung der Marktstruktur, wie ich das Ganze handhabe und wie ich das persönlich in meinem Trading mache. Das Ganze kann man prinzipiell auf jeder Timeframe gleich anwenden. Ich persönlich benutze das Ganze auf dem 12-Stunden-Chart. Das heißt, ich versuche meine sogenannten Premium- und Discount-Ranges mit dieser systematischen Definierung auf dem 12-Stunden-Chart zu definieren. Und deswegen zeige ich euch das Ganze hier in diesem Video auch anhand von dem 12-Stunden-Chart. Es ist aber auf jedem Chart im Prinzip die exakte gleiche Logik. So Leute, und jetzt möchte ich direkt von Anfang an hier auf den Punkt kommen. Und ich verschone euch jetzt einfach mal mit diesen Geschichten, die ihr sicherlich auch schon 1000 Mal auf irgendwelchen anderen Channels gesehen habt, wo gesagt wird, okay, das hier ist ein bullischer Markt und wir formen hier Higher Highs und Higher Lows und hier in einem bärischen Markt formen wir Lower Lows und Lower Highs. Okay, also tiefere Tiefs und tiefere Hochs in einem bärischen Markt und höhere Hochs und höhere Tiefs in einem bullischen Markt. Und ja, es ist auch prinzipiell richtig, ich sage da nichts gegen, aber es ist einfach ein bisschen zu undetailliert, sage ich mal, wenn man nur hiermit versuchen möchte, der Marktstruktur zu folgen. Denn ich möchte euch jetzt wirklich zeigen, wie ich es wirklich in der Praxis ganz genau mache. Und wir starten hier mit einem Theoriebeispiel, gehen aber dann auch in die Praxis rein, damit ihr das wirklich auch in der Praxis versteht, wie ich persönlich hier vorgehe. Also, erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass ihr euch einfach vorstellt, dass jedes Hoch, also dieses Hoch und auch jedes Tief, also dieses Tief, okay, dieses Hoch, dieses Tief, dieses Hoch, dieses Tief, dieses kleine Hoch, dieses kleine Tief, dieses Hoch, dieses Tief, dieses Hoch, dieses Tief, also jedes Hoch und jedes Tief einfach, jeder Zacken. Angenommen, das wären jetzt alles Fractal Highs und Fractal Lows. Okay, wir können das hier mal spaßeshalber provisorisch so einzeichnen. Sagen wir mal, das hier wäre ein Fractal High und das hier wäre ein Fractal Low. Und jetzt stellt euch einfach vor, über jedem Hoch wäre hier so ein Dreieck, unter jedem Tief wäre auch hier so ein Dreieck. Ihr wisst jetzt mittlerweile, wieso und weshalb wir so ein Fractal definieren und was die Logik hinter diesen Fractals ist, vor allem wenn ihr jetzt das vorherige Video zu dem ganzen Thema Fractal Highs und Lows gesehen habt. Also jetzt einfach mal vorstellen, jedes Tief und jedes Hoch hier wäre ein Fractal. Ja? Dann wollen wir jetzt einfach mal schauen, wie wir hier der Marktstruktur systematisch folgen und wie wir unsere sogenannten Premium- und Discount-Ranges dadurch definieren können, weil diese sich eben aus dieser systematischen Definierung der Market Structure hier zusammensetzt. Also, wir haben hier ein High. Okay, wir haben hier ein Fractal High und wir sehen jetzt, dass dieses Fractal High hier an dieser Stelle mit einem Kerzenkörper, das ist ganz, ganz wichtig, nicht, wenn so etwas hier passiert, ausschließlich, also wenn wir hier nur so ein Wick Close, sag ich mal, bekommen, wie zum Beispiel, wenn nur so etwas hier meinetwegen passiert. Okay, sowas. Sobald es hier noch kein Kerzenkörper-Close überhalb von diesem Level gibt, also sobald nur so etwas hier passiert, dass hier zum Beispiel nur eine Wick dieses Hoch hier überschreitet, ist das für mich noch kein Market Structure Break Bullish hier in diesem Fall. Okay, das heißt, es muss immer ein Kerzenkörper-Close geben, damit wir hier sagen können, hier hat ein bullischer Market Structure Break stattgefunden. Das ist schon mal etwas, was ihr euch merken könnt. Das hier wäre noch kein bullischer Market Structure Break an dieser Stelle, sondern das hier muss vonstatten gehen. So,
Jetzt haben wir dadurch gesagt, alles klar, wir haben unsere Range von hier unten nach hier oben. Moment, das muss ich einmal wegmachen. Wir haben jetzt unsere Range von hier unten nach hier oben. Jetzt ist wichtig, ganz genau zuhören. Wann wird jetzt dieses Hoch hier bestätigt? Also wann können wir sagen, alles klar, wir haben hier das Hoch von dieser Range confirmed, also bestätigt. Ganz einfach, dann, wenn sich hier ein Fractal High formt. Okay? Das heißt, wenn sich hier dann ein Fractal High geformt hat, können wir sagen, unsere Range geht von hier unten nach hier oben. So, und jetzt ganz, ganz einfach, weil das ist jetzt die Systematik, wie ich persönlich diesen strukturellen Ranges hier folge. Aktuell haben wir jetzt hier eine bullische Range von hier unten nach hier oben. So, jetzt passiert Folgendes. Hier an dieser Stelle bekommen wir jetzt auch wieder ein Kerzenkörper-Close, genau das gleiche, was ich eben erklärt habe. Hier muss wirklich ein Body-Close vonstatten gehen, um zu sagen, es gibt hier einen bullischen Key Market Structure. Das ist alles, was ich gerade erkläre, ist die sogenannte Key Market Structure. Was es mit der sogenannten Internal Market Structure auf sich hat, dazu kommen wir gleich nochmal. Okay? Alles, was ich hier jetzt gerade erkläre, geht um die sogenannte Key Market Structure. Und zwar, wir sind da jetzt hier von hier unten nach hier oben getradet und das hier ist unsere Range. Von hier unten nach hier oben. Jetzt passiert hier Folgendes. Wir bekommen jetzt hier ein Body Close, Candle Body Close, überhalb von diesem alten Structure High. So, jetzt ist die wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Und wie gesagt, wir haben ja eben gesagt, dass alle diese Lows und auch Highs hier Fractal-Punkte sind. Heißt, wir tun einfach mal so, als wäre das hier auch ein Fractal Low. Und wir hatten ja jetzt hier an dieser Stelle den Bruch von diesem Structure Range High. Die Frage ist jetzt, die man sich stellen muss, wo ist das letzte Fractal Low, bevor wir hier diesen Market Structure Break bullish hatten? Und wie du schon sehen kannst, ist das hier das letzte Fractal Low davor. Und jetzt geht unsere neue Range von hier unten nach hier oben. Das heißt, wir hatten hier einmal einen Break. Unsere Range geht von hier bis hier. Und jetzt hatten wir hier einen neuen Break. Das heißt, unsere neue Range geht von hier unten nach hier oben. Und wenn wir jetzt sagen, alles klar, wir schieben das Ganze jetzt hier rüber, dann bekommen wir erst dann unseren bärischen Key Market Structure Break, sobald wir hier an dieser Stelle unterhalb von diesem Fractal Low closen. Und zu diesem Zeitpunkt stellen wir uns wieder die Frage, nur jetzt auf den Kopf gestellt, wo befindet sich das letzte Fractal High, bevor wir hier mit diesem Range Low interagieren, beziehungsweise bevor wir unterhalb von diesem Range Low schließen. Und das letzte Fractal High davor ist dieses. Ja, weil wir davon ausgehen, dass jedes Hoch jetzt hier ein Fractal High ist. Okay? Deswegen ist es nicht dieses, sondern das hier ist das letzte Fractal High, bevor wir hier diesen Break bekommen haben. Das heißt, jetzt zu diesem Zeitpunkt sehen wir hier einen bärischen Key Market Structure Break und wir passen unsere Range wieder an. So, okay. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch schon, was mit dem ganzen Thema Premium und Discount gemeint ist. Wir wollen immer versuchen, innerhalb von einer Discount-Zone, im besten Fall, es ist auch so ein bisschen optional, ob man das machen möchte. Ich kann nur sagen, es ist der Best Case, wenn so etwas passiert. Denn wir sehen hier, wir haben unsere strukturelle Range von hier unten nach hier oben. Das heißt, unsere Premium- und Discount-Range-Area geht von hier unten nach hier oben. Wir ziehen das Ganze hier rüber und dann passiert Folgendes. Wir haben unsere neue Range von hier unten nach hier oben. So. Und was sagt das ganze Thema Premium und Discount einfach aus? Ganz simpel und einfach. Wir wollen im Best Case versuchen, im Premium-Bereich zu sellen und im Discount-Bereich zu kaufen. Ganz logisch und einfach. Wir wollen immer versuchen, zu discounted Preisen zu kaufen. Heißt, wir wollen kaufen, wenn der Preis im Discount ist. Und wir wollen versuchen, zu verkaufen, wenn wir Premium, sprich erhöhte Preise haben. Ganz simple Geschichte. So, das ist jetzt hier unsere aktuelle Premium- und Discount-Range von hier oben nach hier unten. Angenommen,
Hier hat sich jetzt auch ein neues Fractal Low geformt. Ja, weil, wie gesagt, wir tun ja einfach so, als wäre jedes Low hier ein Fractal und jedes High auch. Dann haben wir ja jetzt aktuell unsere Range von hier oben nach hier unten. Hier in diesem Bereich können wir jetzt nach Sells suchen. Und jetzt muss man direkt von Anfang an verstehen, dass im jetzigen Fall haben wir folgendes Szenario. Unsere Key Market Structure ist jetzt hier bärisch, ja, weil wir haben hier einen bärischen Break nach unten. Und wir befinden uns hier im Premium-Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas hier sehen, ein Liquidity Sweep im Premium auf dem H12-Chart, wäre definitiv eine gute Trading-Möglichkeit. Aber darum soll es jetzt hier auch noch nicht gehen. Ist jetzt einfach hier nur als Beispiel, damit ihr das versteht. So, und wir folgen jetzt den Ranges weiter. Weil was ist jetzt hier passiert an dieser Stelle? Im weiteren Verlauf bekommen wir jetzt hier wieder einen bärischen Body Close unterhalb von diesem Range Low. Das heißt, was ist jetzt wieder die Frage? Wo befindet sich das letzte Fractal High, bevor wir hier diesen Body Close unterhalb von dem Range Low hatten? Und ich hoffe, dass ihr mir jetzt alle zustimmt, dass es in diesem Falle das hier wäre. Das heißt, wir passen die Range neu an. Hier hatten wir jetzt einen weiteren bärischen Break an dieser Stelle. Und wir passen das Ganze jetzt, wir passen das Ganze jetzt so an. Das hier ist unsere neue Range. So, auch hier sagen wir wieder, alles klar, nachdem wir hier runtergebrochen sind, haben wir jetzt hier unser neues Range Low gebildet und wir tun einfach mal so, als würde sich jetzt hier auch wieder ein Fractal Low formen, weil das ist Grundvoraussetzung, sage ich mal, damit wir sagen können, hier hat sich überhaupt unser Range Low festgelegt. Okay, das heißt, wir haben unser Range Low dadurch festgelegt, weil wir hier ein neues Fractal Low geformt haben. Ja, und das war es eigentlich schon zu dem ganzen Thema. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere neue Range von hier nach hier und jetzt bekommen wir im weiteren Verlauf wieder einen Break nach unten. Das heißt, nochmal ein Market Structure Break bearish, ein Key Market Structure Break bearish. Und wo haben wir jetzt das letzte Fractal High vor diesem Break? Hier. Das heißt, unsere neue Range geht von hier bis hier. So. Solange sich jetzt hier noch kein neues Fractal Low geformt hat, können wir auch hier noch nicht sagen, dass das hier unser neues Market Structure Low ist. Wir müssen erst darauf warten, dass sich hier ein Fractal Low formt. Zum Beispiel sagen wir mal so, es geht hier noch weiter runter, unsere Range geht weiter runter und jetzt formt sich hier im weiteren Verlauf ein Fractal. Dann können wir auch sagen, alles klar, das hier ist unser Range Low. Das heißt, unsere Range würde jetzt gehen von hier nach hier. So, und das ist die Logik, die ich benutze, um der Marktstruktur systematisch zu folgen. Jetzt möchte ich euch mal hier anhand von diesem Theoriebeispiel nochmal erklären, was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen der Key Market Structure und der Internal Market Structure. Also, hier hatten wir eben ein Key Market Structure Break, bullish an dieser Stelle. Dann hatten wir auch wieder ein Key Market Structure Break, bullish. Und alles, was sich jetzt innerhalb von dieser Range befindet, okay, hier haben wir die Range von hier nach hier. Alles, was sich jetzt innerhalb von dieser Range befindet, wie zum Beispiel dieser Break bearish hier, das nennen wir Internal Market Structure. Okay, weil diese internen Breaks kommen innerhalb von dieser Range zustande. Das ist jetzt hier in der Theorie gar nicht so einfach zu erklären. Deswegen möchten wir jetzt wirklich auch mal in die Charts gehen. Und ich zeige euch das, was ich eben gerade erklärt habe, live im Chart. Okay? Wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir gehen hier mal vom Februar 2024 an durch die Charts durch bis zum jetzigen Zeitpunkt. Heute haben wir den 24. Juni. Und wir folgen einfach mal hier der Marktstruktur mit der exakten Logik, die ich eben gerade erklärt habe. So, wir fangen mal hier an.
Anhand von diesem Beispiel, wir hatten hier unsere Range von hier unten nach hier oben. Hier hatten wir einen Break. Dann hat sich hier im weiteren Verlauf dieses Fractal High geformt. Okay? Und natürlich müsst ihr das Video zu dem ganzen Thema Fractal Highs und Lows, solltet ihr definitiv euch angeschaut haben, damit ihr jetzt hier auch versteht, was bedeuten diese Dreiecke und so weiter und so fort. So, jetzt folgen wir hier mal dieser Struktur. Okay, wir haben hier ein Push gesehen. Das hier war unser vorheriges Range Low. Das hier ist unser Range High. Was passiert jetzt hier? Auch ganz wichtig, das hier ist kein Market Structure Break Bullish in diesem Beispiel, denn es ist erst ein bullischer Key Market Structure Break Bullish, wenn wir ein Body Close überhalb von diesem Fractal haben. Das habe ich ja eben bereits erklärt. So, das heißt, das hier ist noch kein Key Market Structure Break Bullish, sondern hier haben wir jetzt unseren Key Market Structure Break Bullish. So, was habe ich eben auch erklärt? Dass wir das neue High dadurch definieren, indem sich ein neues Fractal High formt. Okay, und hier an dieser Stelle haben wir unser neues Key Market Structure High. Da wir ja hier jetzt an dieser Stelle diesen bullischen Body Close gesehen haben, überhalb von diesem vorherigen Range High, ist jetzt wieder die Frage, wo befindet sich das letzte Fractal Low, bevor wir hier diesen bullischen Body Close hatten? Und welches ist es? Das hier. Denn das hier ist das letzte vorherige Fractal Low vor diesem Break. Das heißt, unsere aktuelle Range geht von hier unten nach hier oben. Simple Geschichte. So, und mit dieser Basis, sage ich mal, als Grundlage, folgen wir jetzt hier mal dieser kompletten Struktur von Ende Februar bis heute an. Okay? Mit dieser Systematik, die ich eben gerade erklärt habe. Das heißt, wir machen jetzt mal weiter. Und was passiert jetzt hier im weiteren Verlauf? Wir bekommen einen weiteren Key Market Structure Break Bullish. So, selbe Frage wie immer. Wo befindet sich jetzt das letzte Fractal Low vor diesem Break? Es ist dieses. Das hier ist das letzte Fractal Low vor diesem Break an dieser Stelle. Okay, jetzt gucken wir mal, was im weiteren Verlauf passiert. Hier an dieser Stelle formen wir unser neues Market Structure High. Und dieses Low bleibt weiterhin bestehen. Und das hier ist, wie gesagt, kein bärischer Market Structure Break bärisch, denn das hier ist kein Body Close unterhalb von diesem Low. Im Gegenteil, das könnt ihr euch auch direkt merken. Wenn die Key Market Structure bullish ist und wir bekommen dann einen Liquidity Sweep von einem Low, dann ist das ja prinzipiell nur noch mehr bullish, wenn man logisch darüber nachdenkt. Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie verhält sich das Ganze hier im weiteren Verlauf. Wir hatten jetzt hier einen Liquidity Sweep von diesem Low. Das hier ist weiterhin unser Key Market Structure Low an dieser Stelle. Hier sehen wir jetzt, dass Folgendes passiert. Hier an der Stelle bekommen wir einen neuen bullischen Kerzenkörper Close überhalb von diesem Level. Das hier ist noch kein bullischer Candle Body Close. Das hier ist ein bullischer Candle Body Close. Das heißt, was ist jetzt wieder die nächste Frage? Es ist immer dieselbe Frage. Wo befindet sich das letzte Fractal Low, bevor dieser bullische Candle Body Close hier vonstatten gegangen ist? Und zwar ist es hier an der Stelle. Das heißt, das nächste Fractal High nach diesem Body Close ist auch das hier. Okay? Ist jetzt hier nicht wirklich gerade sauber und wirklich clean, aber wir folgen dieser Systematik, um das Ganze hier simpel zu halten. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier unser aktuelles Range Low und das hier ist unser Range High. So, wir bekommen jetzt hier ein Close darüber. Das heißt, wir können sagen, das hier ist unser neues Low an dieser Stelle. Okay? So, wir bekommen jetzt hier auch ein neues High. Ja, welches bestätigt wird durch dieses Fractal. Daraufhin bekommen wir einen neuen Break und wir folgen jetzt wieder dieser Systematik. Das hier ist jetzt unser neues Market Structure High. Hier, das hier ist das Range High. Und wo befindet sich das letzte Fractal Low, bevor wir hier diesen Body Close hatten? Es ist dieses hier.
So, das bedeutet, unsere aktuelle Range geht jetzt von hier unten nach hier oben. Und das hier ist weiterhin unser Range High, weil das hier, dieses Hoch hier, dieses Fractal Hoch, welches sich nach diesem Body Close geformt hat, wurde ja noch nicht wieder überschritten. Okay, das heißt, wir können jetzt auch sagen, unsere Range geht bis hier oben hin. Das ist auch klar, aber das hier ist noch kein bullischer Body Close. So, jetzt sehen wir hier Folgendes. An dieser Stelle wird dieses vorherige Range Low gebrochen. Das heißt, wir bekommen hier ein Key Market Structure Break bearish. Und hier im weiteren Verlauf formt sich jetzt wieder dieses Fractal Low. So, und das letzte Fractal High vor diesem Break hier an dieser Stelle ist weiterhin dieses. Okay, das heißt, unsere aktuelle Range geht jetzt von hier nach hier und hier nach hier. Und wir bekommen jetzt hier ein Key Market Structure Break bearish. Daraufhin formt sich im weiteren Verlauf hier ein neues Key Market Structure Low. Ja, hier das. Und was passiert nun? Wir sehen jetzt hier, dass auch dieses Low im weiteren Verlauf wieder durchbrochen wird. Wir haben jetzt eben gesehen, dass diese Price Action hier wirklich ein bisschen messy, sag ich mal, war, also nicht wirklich clean. Jetzt wird es ein bisschen logischer und einfacher wieder. Wir bekommen hier jetzt wieder ein Key Market Structure Break bearish. Was ist jetzt wieder die Frage, die wir uns stellen müssen? Wo befindet sich das letzte Fractal High vor diesem Key Market Structure Break bearish? Und das letzte High davor ist dieses hier. So. Und jetzt wird es ein bisschen einfacher, glaube ich, beziehungsweise jetzt kannst du dem Ganzen noch mal ein bisschen besser folgen, denn wir bekommen jetzt hier ein Key Market Structure Break bullish an dieser Stelle. Was ist jetzt wieder die Frage, die wir uns stellen müssen? Wo befindet sich das letzte Fractal Low vor diesem Break? Es ist dieses hier. Das ist unser Low. Wo ist unser High? Unser High ist dieses neu geformte Fractal High nach diesem bullischen Break. Heißt, das hier ist unser Market Structure Range High. So, und jetzt muss man verstehen, dass unsere aktuelle Range jetzt geht von hier unten nach hier oben. Und solange wir diesen Punkt hier nicht überschritten haben, der sich ja geformt hat, nachdem wir hier diesen bullischen Body Close hatten, ja, haben wir ja hier diese Formierung von diesem Fractal High gesehen. Ja, und solange dieser Punkt hier nicht mit einem Body Close ja, darüber geschlossen wird, ist das auch kein bullischer Market Structure Break. Das heißt, das hier ist kein bullischer Market Structure Break. Und jetzt hier im weiteren Verlauf sehen wir hier diesen bullischen Kerzenbody Close überhalb von diesem vorherigen Range High. So, und jetzt machen wir wieder mit der gewohnten Systematik weiter. Hier hat sich jetzt auch direkt das neue Range High geformt, weil dieses Fractal formt sich, nachdem wir hier diesen Body Close bekommen haben über dem alten Range High. Wie definieren wir jetzt wieder das neue Range Low? Wir fragen uns wieder, wo ist das letzte Fractal Low, bevor wir hier diesen Body Close hatten? Und das letzte Fractal Low, das letzte Fractal Low, das letzte Fractal Low ist hier. Okay, das heißt, das hier ist unser bärischer Key Market Structure Break an dieser Stelle. So, hier haben wir unseren bärischen Key Market Structure Break. Was fragen wir uns jetzt wieder? Wo befindet sich das letzte Fractal High vor diesem bärischen Key Market Structure Break? Und zwar ist es dieses. Und wo befindet sich das neueste Fractal Low, nachdem dieser Key Market Structure Break bearish hier bestätigt wird? Es ist dieses hier. So, das heißt, unsere aktuelle Range geht jetzt von hier oben nach hier unten. Und wie gesagt, wir können das ganze Thema Premium und Discount schon, sag ich mal, anpassen von hier nach hier. Und diese Longs hier sind zum Beispiel nicht wirklich uninteressant, weil wir uns hier ziemlich stark in der Discount-Zone befinden. Ja, allerdings muss man verstehen, die Key Market Structure ist hier bearish. Das heißt, was wäre ein besseres Szenario, wenn zum Beispiel Folgendes passiert: Wenn die Key Market
Structure bärisch ist und wir dann zum Beispiel einen Liquidity Sweep bekommen im Premium-Bereich. Hier haben wir jetzt lustigerweise genau so ein Szenario. Ein ziemlich gutes Beispiel eigentlich hier an dieser Stelle. Allerdings würde das, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir hier jetzt zu tief in diese Thematik reingehen würden. Aber das hier ist auf jeden Fall interessant, denn um jetzt mal ganz kurz hier so ein paar Sachen zusammenzufassen. Wir haben hier einmal ein Key Market Structure Break bärisch. Okay. Plus wir haben jetzt auch ein Liquidity Sweep innerhalb der Premium Range. Und ja, das sind ganz gute Bedingungen, sage ich mal. Aber diesbezüglich noch deutlich mehr in den weiteren Videos. Es geht jetzt hier erstmal darum, dass wir versuchen wollen, systematisch hier der Market Structure zu folgen. Okay, heißt, was passiert jetzt hier im weiteren Verlauf? Das hier ist weiterhin das Fractal Low, welches relevant ist. Solange dieses hier nicht durchbrochen wird, reden wir auch nicht davon, dass wir einen Key Market Structure Break bärisch haben, einen neuen. Hier an dieser Stelle bekommen wir jetzt aber einen Key Market Structure Break bärisch, einen neuen, weil wir hier unterhalb von diesem alten Level mit einem Kerzenkörper schließen. Jetzt ist wieder die gleiche Frage. Wo befindet sich das letzte Fractal High vor diesem Key Market Structure Break bärisch? Es ist dieses hier. So, das heißt, unsere aktuelle Range geht jetzt von hier oben, nach hier unten. Und hier sehen wir nochmal ein perfektes textbuchartiges Beispiel von meinem Lieblings-Setup, würde ich fast schon sagen. Weil, was ist hier jetzt aktuell gerade Phase? Wir haben einen bärischen Key Market Structure Break hier an dieser Stelle. Und jetzt könnt ihr euch schon mal Folgendes merken oder aufschreiben oder was auch immer. Wir sehen ja jetzt hier an dieser Stelle einen Liquidity Sweep. Ja, hier haben wir jetzt einen Liquidity Sweep von diesem Range Extrem. Also hier wird das Range High liquidiert an dieser Stelle. Plus wir sind von der Key Market Structure her bärisch gerichtet. Plus wir sind hier im Premium. Also das hier ist wirklich ein textbuchartiger Short Trade im Prinzip. Jetzt würde ich prinzipiell auf den One-Hour-Chart gehen und dann hier nach meinem Standard-Entry-Setup gucken. Ja, Key Market Structure bärisch, Liquidity Sweep von diesem Market Structure Range High. Ja, definitiv ein sehr, sehr, sehr cleanes Setup. Okay, wir machen aber erstmal weiter. Und zwar, was passiert jetzt hier im weiteren Verlauf? Wir folgen wieder der gleichen Systematik und machen dasselbe wie immer. Wir bekommen jetzt hier einen bullischen Key Market Structure Break an dieser Stelle. Wir fragen uns, wo befindet sich das letzte Fractal Low davor? Es ist dieses. Das heißt, was ist jetzt unsere neue Range? Unsere Range geht jetzt aktuell von hier unten nach hier oben. Was passiert jetzt? Wir haben hier unser Fractal Low, unser Fractal High. Dieses wird hier auch wieder nach oben durchbrochen. Wo befindet sich das letzte Fractal Low davor? Wir können jetzt auch gerne mal so ein bisschen schneller da durchgehen, weil ich glaube, die Systematik sollte mittlerweile ganz gut klar sein. Okay, wir haben hier einen Key Market Structure Break Bullish. Das hier ist das letzte Fractal Low davor. Okay, daraufhin formt sich dieses Fractal. Daraufhin brechen wir hier per Candle Body Close wieder da drüber. Das heißt, unser Fractal High ist hier, unser Range High, unser Range Low ist hier. Auch hier sehen wir jetzt wieder wunderbar. Hier sehen wir jetzt auch wunderbar, was ist intern und was ist die Key Market Structure. Alles, was sich jetzt hier innerhalb von dieser Range befindet, okay, von hier, unten nach hier oben, all das ist intern. Das hier ist intern zu der Key Market Structure. Das heißt, dieser Break zum Beispiel, dieser bärische Break oder dieser, sagen wir mal, dieser Liquidity Sweep hier ist natürlich auch sehr nice. Diese ganzen Sweeps hier im Premium sind interessant. Allerdings muss man verstehen, dass die Key Market Structure noch bullish ist. Das heißt, der Best Case, was man traden kann in so einem Szenario, wenn die Key Struktur bullish ist, logischerweise, was sollte man dann im Best Case traden? Longs, und zwar im Discount-Bereich der Range nach Sweeps
von entsprechenden Lows. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles Themen, da können wir später noch in weiteren Videos detailliert darüber sprechen. Ich möchte jetzt hier einfach nur zeigen, dass diese ganzen internen Breaks, wie auch das hier zum Beispiel, dieser Break, das ist alles intern zu dieser Range, okay? Und wir machen jetzt damit weiter und schauen, alles klar, was passiert jetzt hier im weiteren Verlauf. Das hier ist unser Range Low, das ist unser Range High. Was passiert jetzt hier? Was passiert hier? Hier passiert noch nichts, hier passiert nichts, aber hier ist etwas passiert. Hier an dieser Stelle ist etwas passiert. Wir haben hier einen bärischen Body Close gesehen unterhalb von diesem alten vorherigen Range Low. Das heißt, die Frage ist jetzt wieder, wo befindet sich das letzte Fractal High vor diesem Break? Es ist dieses hier. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ging die Range von hier und dann ging es weiter runter bis hier. Ja, das hier ist unser neues Market Structure Range Low. Was passiert hier? Wir bekommen hier wieder ein Market Structure Break bärisch an dieser Stelle. Das letzte Fractal High davor ist dieses. Und ja, die Range geht von hier nach hier. Daraufhin bekommen wir hier wieder ein Break. Und wieder dasselbe. Wo befindet sich jetzt das letzte Fractal High vor diesem Break? Das hier ist das letzte Fractal High. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Candle so schließt, wie sie jetzt hier gerade schließt, dann können wir sagen, das hier ist unser neues Range Low. Das heißt, BTC ist aktuell ziemlich bärisch. Die Key Structure im Bitcoin ist bärisch. Und im Best Case würden wir jetzt Sells suchen. Entweder, wenn wir hier mit diesem Range High interagieren, einen Sweep bekommen. Oder man könnte auch bereits Sells suchen, wenn wir meinetwegen jetzt hier innerhalb der Premium Area zum Beispiel einen H12, H1 Short Setup bekommen. Was damit gemeint ist und alles Weitere, werde ich in den weiteren Videos noch detaillierter erklären. So, jetzt zeige ich euch noch etwas, was ihr bestimmt ganz cool finden werdet. Und zwar geht es um einen Indikator, der genau diese Logik quasi implementiert hat, die ich euch eben gerade erklärt habe. Und um jetzt auch so ein bisschen meine Arbeit zu kontrollieren, ob ich richtig gelegen habe mit meinen Ranges, können wir diesen Indikator jetzt einfach mal anmachen. Und wir schauen einfach mal, ob der Indikator mir recht gibt. Ja, weil wir sehen ja jetzt hier im Prinzip noch, hier hatten wir unsere Range, hier hatten wir das Range Low, Range High, Break, neue Range von hier nach hier, Break, Range und so weiter und so fort. Und wir machen jetzt mal den Indikator an und gucken, ob der das genauso sieht, wie ich das sehe. Und wir machen das hier mal kurz aus, non, damit wir uns ausschließlich nur auf die strukturellen Breaks hier konzentrieren. Und zwar, hier hatten wir die Range von hier unten nach hier oben, korrekt. Dann hatten wir hier diesen Break an dieser Stelle, korrekt. Das hier war das letzte Fractal Low davor, deswegen seht ihr das hier auch noch, ist auch korrekt. Dann hatten wir die Range von hier nach hier, ist korrekt. Okay, hier können wir auch gucken, das hier war der Range Break, das hier war das letzte Range Low, deswegen wird hier auch diese Linie angezeigt, Range Low, Range High, können wir auch mal gucken, Range High, Break. Dann hatten wir das hier als das letzte vorherige Range Low, deswegen wird hier auch diese Linie angezeigt, ist auch korrekt. Dann hatten wir das hier als neues Fractal High nach dem Break, ist korrekt, Break. Das hier war weiterhin das letzte Low. Okay, hier, wie gesagt, war die Price Action ziemlich messy, ziemlich unsauber, aber trotzdem ist es immer die gleiche exakte Systematik. Okay, Break, Range Low, Break, Key Market Structure bearish. Hier auch dieselbe Systematik. Wir hatten hier den Break, das hier ist weiterhin das High. Hier haben wir das Neue geformt, das hier ist weiterhin das Low. Dann hatten wir hier das. Ja, ihr seht also, der Indikator macht genau das gleiche wie das, was ich eben erklärt habe. Und es ist die exakte gleiche Logik. Okay, Low, High, Break, Key Market Structure bearish. So, und wir sehen Key Market Structure bearish. Dann haben wir hier das Range High. Das wird hier übertradet und gebrochen.
Das heißt, das ist unser neues Low, deswegen haben wir hier auch die Linie. Daraufhin bekommen wir hier den bullischen Break. Hier sehen wir, das hier ist unser letztes Low davor. Wir brechen hier durch. Und ja, ihr seht schon, der Indikator folgt exakt der Logik, die ich erklärt habe. Hier haben wir unser neues Low, das hier ist das High davor. Ja, hier sehen wir den Break an dieser Stelle. Ja, das heißt, es funktioniert perfekt und es ist die exakte gleiche Logik wie das, was ich eben erklärt habe. So, und wenn wir jetzt hier nochmal kurz zurückgehen zu den Themen von diesem Video, haben wir eigentlich über brutal viele Sachen gesprochen. Wir haben über das ganze Thema Market Structure gesprochen. Wie definieren wir bullische Struktur und bärische Struktur? Logischerweise, wenn wir einen bullischen Close bekommen von einem vorherigen Range High, dann sprechen wir davon, dass die Struktur, die Key-Struktur weiterhin bullisch ist. Und ja, solange sich das Ganze nicht wechselt, gehen wir normalerweise weiterhin von Longs aus. Wenn wir allerdings daraufhin einen bärischen Key-Market-Structure-Break bekommen, wie hier in diesem Beispiel, dann switchen wir rüber in eine bärische Struktur. So, ich habe euch gezeigt, wie wir das Ganze 100% systematisch definieren mit dem ganzen Thema Fractals, mit der ganz einfachen Frage, wenn wir ein vorheriges Range High überschreiten, ist die Frage immer, wo befindet sich das letzte Fractal Low vor diesem bullischen Close an dieser Stelle. Wenn wir zum Beispiel ein Range Low unterschreiten, wie hier, ist immer die Frage, die man sich stellen muss, wo befindet sich das letzte Fractal High vor diesem Break? Und ja, das ist die ganze Systematik dahinter. Genau auch wie dieser Indikator hier aufgebaut ist. Und ich habe euch erklärt, was das ganze Thema Premium und Discount bedeutet, dass wir im Best Case versuchen wollen, innerhalb der Premium Area zu sellen, weil wir zu erhöhten Premium Preisen verkaufen möchten und nicht zum Beispiel hier irgendwo im Discount sellen wollen. Ja, ob man das Ganze so streng nimmt, ist so ein bisschen optional. Ich persönlich mag es gerne darauf zu achten, weil es für mich einfach Sinn ergibt, auf das ganze Thema Premium und Discount zu achten. Es ist aber auch so, dass man auch mal gute Trades verpassen kann, denn es kann auch sehr, sehr gut vorkommen, dass man zum Beispiel, wie hier meinetwegen, auch ein, ja, oder hier, ja, sagen wir einfach mal hier, hier sehen wir auch, dass wir meinetwegen ein Liquidity Sweep bekommen. Die Key Structure ist bärisch und wir bekommen hier zum Beispiel einen Liquidity Sweep im Discount. So, auch hier können sich gute Trading-Möglichkeiten entwickeln. Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass es besser ist, im Premium zu sellen, als im Discount zu sellen. Hier genau das Gleiche. Hier oben ist es vielleicht nicht ganz so klug zu kaufen, ja, hier in diesem oberen 50% Bereich, sondern die besten Buys werden sich meistens dann Form, wenn wir hier in der Discount Area sind. Und ich habe euch auch erklärt, was der Unterschied ist zwischen dem ganzen Thema Key Market Structure, was hier auch automatisch von diesem Indikator angezeigt wird und was wir eben besprochen haben, und was der Unterschied ist eben zu dem ganzen Thema Internal Structure. Was man hier übrigens auch sehen kann, ist, dass automatisch auch von diesem Indikator immer dieses 50% Level angezeigt wird. Okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal sagen, wir hatten unsere vorherige Range von hier unten nach hier oben, dann seht ihr hier ja auch diese nicht ganz durchgezogene Linie, also diese nicht durchgezogene Linie. Und das ist immer das 50% Level von der Premium und Discount Area. Okay, genau wie hier, von hier nach hier. Hier sehen wir, der Preis kommt nicht zurück und ja, hier auch. Hier haben wir das High, hier haben wir das Low, hier haben wir das 50% Level, hier haben wir den Liquidity Sweep in der Premium Area. Und ja, auch das wird von diesem Indikator hier automatisch durchgeführt. Hier seht ihr nochmal den Indikator, der das alles machbar macht. IMG Basic, Higher Time Frame Structure, Order Blocks, Breaker Blocks. Hier kann man das Ganze auch umstellen. Higher Time Frame Structure, H12, so wie ich das eben auch hier gezeigt habe. Ja, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.